Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Have a Look. Wir befinden uns in Garden Warfare 2. Das hat meine Arbeit zusammen. Denk wieder down. Ist gar nicht, was der Pirat kommt. So eine neue Klasse, ich glaube. Scheinbar. Und wahrscheinlich diese drei und diese drei. Irgendwie kann ich mich auch an alle erinnern, außer irgendwie an den Piraten. Aber das werden wir dann sicherlich gleich herausfinden, wenn wir zu den EA-Servern connected sind, was manchmal etwas dauern kann. Da haben wir schon eine Ladeblume auf Doom und einen Taco Burrito. So ein Bödebier. Bei. Ich spiele derzeit noch auf Deutsch, weil ich mich erinnere, dass ich, glaube ich, den ersten Teil auch auf Englisch gestellt habe, weil mir irgendwelche Übersetzungen nicht gefallen haben. Scheint das Tutorial zu sein, wir starten direkt mit der Sonnenblume. How did you go in there? Ist mir wieder Englisch? Kann sein. Dann, naja. Hat es mir noch nicht geklappt gerade, aber müsste eigentlich schon sein. Nur vorher hatte ich irgendwie ein bisschen Probleme, hat ein bisschen rumgefiddelt. Hat er auch einmal kurz auf Englisch gestellt, vielleicht hat er das nicht wieder zurückgenommen, das könnte sein. Können wir das kaputt machen? Bringt das was? So, wir haben immer noch dieselben Fähigkeiten hier, ne? Ich weiß noch, dass ich mir die umgelegt hatte, irgendwie auf Q und E, glaube ich. Und dann der Zahlen oder so. Ein bisschen ranzoomen zu machen. Nehmen wir mal an, hier wird einem irgendwie die Welt erklärt, weil soweit ich das verstanden habe, gibt es ja jetzt so eine Offline-Welt, in der man Quests annehmen kann und der die Party joinen kann. Dann gibt es halt ein spezielles Portal, in der man dann mit der Gruppe reingehen kann,
die einen dann ins Multiplayer bringt. Also sozusagen Menü in-game. Soweit ich das verstanden hatte, aber das werden wir sicherlich bald herausfinden. Get past the zombies! Woo! Was, wenn ich das Feuer kaputt mache und dann trotzdem wieder raus? Scheinbar nicht. Wait. Vielen Dank. Hot Buttery Popcorn, ist das Even Deagle? Wahrscheinlich. Gehen wir nochmal zu seinem tollen Wohnwagen. Good old Crazy Dave ist immer noch am Start. Am Stissel. Und der holt immer noch Leute ab. Ja, ich kann halt was von links, das irritiert mich voll. Ha! See ya, nerd! Dun dun dun, dun dun. Backyard Battleground. Plants on one side, zombies on the other side, creating a stalemate of epic proportions when neither side has been able to gain the advantage. Und das scheint jetzt dann, glaube ich, das zu sein, wovon ich geredet habe. Also ein kleines persistentes Questgebiet. Oder Battleground, könnte man eher sagen wahrscheinlich. Dann links müsste es dann so Sachen geben, wo ich Quests annehmen kann und so ein Zeug. Gehe ich mal von aus. Ladezeiten sind noch ein bisschen lang. We have to go back, Marty! Now it's a backyard battleground. Genau, da links das Portal, wo ich geredet habe, und da unten ist dieses Quest-Ding. Und so viel ist doch alles geblieben, soweit. Genau, da joint man, glaube ich, PvP. Hier kriegt man, glaube ich, Quest. Das ist, keine Ahnung, wahrscheinlich Character Customization oder so. Head over to the garage to try solo play quest. Ach, da gibt's solo play quest. Want to dive right into multiplayer, activate the multiplayer portal. Also das ist Singleplayer, Multiplayer. Und das ist Customization, okay. Und hier müsste es Quests geben, glaube ich. Take on daily quests to earn coins and stars. Complete quests to increase your XP multiplier and level up faster. Tompe, tompe, tomp! Vanquish 50, muss ich die eigentlich annehmen vorher? Ja. Wie viele Quests kann ich denn haben? Kann ich alle annehmen? Ansonsten Growth 5 of any wheat of the billion from Dirt Pines. Chief 30 Multi Vanquish at the plant. Vanquish 10 Zombies by Swallowing them. Ob ich alle annehmen kann. Jo. Zombies können wir die auch annehmen.
Multiplayer. Jetzt ist voll, okay. Das waren jetzt nur Planned Quests. Talk to Dr. Patient. He has important instructions for you. Instructions from Dr. Zambos himself. Sticker Shop. Hier kann man ja Sticker Packs kaufen. Die üblichen allseits bekannten. Können wir auch schon öffnen. Wir haben ja welche dafür, dass wir es vorbestellt haben. Alles, was wir jetzt hier in dieser Testversion machen, wird ja in die Vollversion für uns übernommen, wenn wir EA zu Origin Access haben. EA Access heißt das ja, glaube ich, nur auf Konsolen. Bis jetzt, glaube ich, Origin Access. Daher würde ich sagen, öffnen wir erstmal so einen Minion Booster. Dann wollen wir schon mal Sachen, die wir aufstellen können. Hier die ganzen Consumables. Sind also wieder diese Billo Consumable Dinger. Ein paar Rocket Bots, Conehead Zombies, das übliche Hueys gibt es jetzt. Sweetwood Shield. Dann haben wir jetzt hier ein Zombie Emoji Pack. Okay, da schauen wir irgendwelche Masken oder was. Sind zumindest Accessories, sieht so danach aus. Noch irgendwelchen Masken und Hüten. Cool, cool. Dann haben wir noch ein Phenomenal Character Pack. So, vielleicht können wir jetzt hier Teile, Einzelteile oder einen kompletten? Einen kompletten scheinbar. Und zwar kriegen wir Count Chompula. Gab es glaube ich auch schon im alten Teil. Dann haben wir Plant Emojis. Gesichter für die Pflanzen. Dann haben wir Grass Effect Z7 MacPack. Da kriegen wir den kleinen Z7 Imp. So, einen kleinen Imp in Marcy Pack Style. Dann haben wir noch das Wondrous Pack of Greatness. Das ist so ein typisches gemischtes scheinbar. Ein paar Healflowers, ein paar Zombies, oder? Ne, Tattoos für den Mund, ein paar Zombies, Facial Hair, Technobeard. Wo man das darstellen soll. Dann haben wir einen Sticker für Colonel Korn und noch einen Sticker für Colonel Korn. Was das darstellen soll, sehen wir noch nicht. Das ist irgendwie Metallschrott, keine Ahnung. Und das hier ist so Mafia? Mafia wahrscheinlich. Er hat auch da so einen Helm und hier so eine Tommy Gun oder so. Das könnte irgendwie so ein Mafia-Skin sein. Und dann haben wir noch Helpful Pack, das ist wahrscheinlich auch so klein. Ja. Na und aber ein Hut. Was ist das hier? Ein Wear Hat haben wir noch bekommen. Läuft. Was kosten die denn so hier? 75.000 das teuerste. Amazing Brains. Ich würde sagen, damit schlagen wir uns dann später mal auseinander, was man hier so am besten kaufen sollte, wie immer. Ich glaube, am Anfang sollte man sich immer irgendwie auf eins konzentrieren, damit man ein paar Skins zu Ende kriegt, weil wenn man sich immer tauscht zwischen den Packs, dann kriegt man, hat man immer so zwei Teile hier, zwei Teile da und kriegt ganz fertig. Das müsste Multiplayer sein, genau. Kann ich wahrscheinlich aussuchen, was ich wie, wo, wann spielen will. Genau. Ups. Weil ich wette, das ist immer noch nicht drin in der neuen Version. Ich wette, ich kann immer noch nicht meine Tasten ändern, oder? Das war klar. Warum sollte man das denn auch einführen? Sag mal, was auf meiner Push-to-Talk-Taste, was nicht zu ändern ist. Ja, ist so schlimm, ne? Das hab ich schon im ersten Teil gesagt, dann die ignorieren das trotzdem einfach. Weil die behindert sind. Kann ja gucken, ob es diesmal wenigstens eine Config-Datei gibt, aber wahrscheinlich nicht. Weil, warum sollten sie auch? So. Dann muss ich halt kurz Dauer labern.
Private Play, Solo Play. Da kann man wahrscheinlich eigenes, aufmachen. Aber ist das dann noch Multiplayer? Komplett eigen, oder? Keine Ahnung. Oder das ist wahrscheinlich eher gegen Bots, würde ich jetzt sagen. Das ist ein PvP gegen Bots und alleine. Gut, kann ich, glaube, das gibt's nicht, dass man eigene Lobbys gegeneinander erstellen kann. Und hier wählt man dann standardmäßig die Spielmodi aus, ne, genau. Okay. Was haben wir da noch? Oh my gosh, I'm so excited! And I disconnected from my channel. I saw a pea shooter come out of that customization booth the other day. And he's my favorite plant, he's so cool. If I actually met a pea shooter, I would probably explode. Der will also, dass wir als pea shooter nochmal zurückkommen. Dann können wir uns customizen, was gibt's hier noch? Void options, join with your friends, set permissions for friends to join, save game or change game difficulty. Für das Friends ist natürlich noch keiner da, Friends only, kick player, save game. Oh, passt erstmal so für den Anfang. Was hier drin? Der Statistikenraum. Genau, was ja jetzt neu ist, es gibt jetzt Prestige und zwar gleich doppelt. Es gibt ja jetzt Levels für Charaktere und Levels für allgemein, also den Account sozusagen. Und beides hat Prestige-Level, das heißt man kann die Charaktere, glaube ich, ab Level 10 resetten. Und dann kriegt man immer, was hat man da gekriegt, weiß ich gar nicht mehr, irgendwie irgendwas kriegt man da auf jeden Fall als Einzigartiges. Und dasselbe gibt es für das Komplett-Account-Level ab Level 100, dann kannst du zurück. Kriegt man, glaube ich, Titel, besondere Titel waren das, glaube ich. Das ist jetzt halt neu. Sunflower Stats, genau, das sind halt die Stats für alle Sachen hier. Das ist natürlich erstmal nur für Pflanzen, wahrscheinlich für Zombies mal auf der anderen Seite Stahl. Und hier haben wir jetzt natürlich noch nicht viel drin. 14 Minuten haben wir noch gar nicht gespielt, das hatte ich vorhin gerücht. Obwohl, vielleicht mit Intro. So, gibt's hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Das war jetzt Singleplayer oder was? Aber das kann ich ja auch in einem Ding starten. Ja? Peek inside. Initiating. Greetings, friend. Do not be alarmed. I am Dave Bot. These are the things to communicate, but I am not programmed to talk to the doors. Bitte kommen Sie rein. Vielleicht später. Was gibt's hier noch? Hier kann ich zu Zombies wechseln, gehe ich mal von aus. Und hier komme ich dann aufs Battleground. Aber mal, was habe ich denn hier für Quests zum Beispiel? Grow 5 of any weed. Oder wir wechseln erstmal kurz die Klasse. Zum Beispiel ein paar Jumper Quests. Dann können wir auch noch die Customization angucken. Ich glaube Sprint gab's nicht, ne? Nee. So, habe ich Post. Import your PVZ Garden Warfare 1 Characters. Get all the latest news and announcements. Okay. Use the Import Characters feature to import many of the characters and abilities you have collected in PVZ Garden Warfare 1. These characters will be ready for you to play in PVZ Garden Warfare 2 whenever you want. This feature is available through February 2. Okay. Import. I'm going to see if I can get the mail. Continue. Müsste zumindest einige haben. I just found 37 new characters from Garden Warfare 1. Let's see if you have any unlocked abilities from Garden Warfare 1. Oh cool, you do. 23 of them. Have a great day. Come back later. Oh, was kann man hier jetzt noch machen?
Hero Showcase, Hero Showcase lets you try our two heroes all week. This week, only take Frozen Citroen or Pilot Imp. Genau, das glaube ich, was ich gesagt habe. Oder? Nee, das ist noch nicht das, was ich gesagt habe. Check to see if the player rank you've earned in Garden Warfare. Ach so, je nachdem, welchen Rang man hatte. Keine Ahnung, was ich für einen hatte, aber da kann er auch gerne mal checken. Check this out, sagt mir jetzt bestimmt, was ich für ein Rang war. Ich glaube nicht so hoch. Unter 100 auf jeden Fall. Ja, 57 war ich. Krieg 3 Packs für. So, das war das letzte, was man nachgucken konnte. Ja, nix. Dass ich 10 Stunden spielen darf, danke.